den Antrag zu dem Thema geschrieben haben, mit Linke, mit Grüne und mit SPD. Die SPD ist jetzt erstmalig dabei, Linke und Grüne haben das Thema ja schon öfter auf die Tagesordnung gebracht. Und in Anbetracht der Tatsache, dass die Mehrheitsverhältnisse sehr eng sind, unabhängig vom Ausgang heute, wird ja final im Rat entschieden, kann unsere Bitte nur sein, dass da, wo ihr Leute kennt, die Mitglied, idealerweise natürlich auch der Fraktion bei FDP, bei TOP, aber auch bei der CDU, jetzt die AfD lasse ich mal raus, also alle die, die ihr da kennt, die da unterwegs sind, sprecht sie an, versucht sie zu überzeugen. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Rat eine geheime Abstimmung zu dem Thema kommt, die jetzt nicht von uns initiiert wird, aber die wird es geben. Und so dass dann derjenige, der tatsächlich auch ein großes Interesse daran hat, der zukünftigen Generation ein gutes Klima zu hinterlassen, auch in der Stadt, dann möglicherweise sich für die richtige Seite entscheidet. Also die Bitte von uns, sprecht da Leute an, die ihr kennt, die Verantwortung im Rat haben. Uns braucht ihr nicht zu überzeugen. Hier denke ich, die haben einen großen Schulterschluss. Und deswegen haben wir die große Hoffnung, dass es eine Mehrheit dann am Ende des Tages dafür gibt. Danke.